Das laufende Börsenjahr neigt sich in großen Schritten seinem Ende entgegen. Das Anfangstempo zu Beginn des Jahres konnte nicht ganz gehalten werden. Allerdings sieht es dennoch so aus, als könnten wir einen versöhnlichen Jahresabschluss feiern. Da stellt sich umso mehr die Frage, was die Anleger vom kommenden Börsenjahr erwarten. Und genau darüber wollen wir jetzt sprechen mit Lars Brandauer, dem Geschäftsführer des Deutschen Derivateverbandes. Herr Brandauer, Sie haben im Dezember Anleger befragt, ob Sie glauben, in den kommenden 6 Monaten Ihre eigenen Renditeerwartungen erzielen zu können. Wie lautet denn das Ergebnis? Das ist deswegen eine interessante Frage, weil wir erstens ein Jahr hinter uns haben, in dem man ganz viel falsch machen konnte. Sie sagen schon, wir gehen versöhnlich aus dem Jahr. Das weiß ich gar nicht. Wir haben Mitte März den Tag der Aktie gehabt. Da waren wir bei 12,4. Ich glaube nicht, dass wir so aus dem Jahr gehen. Aber die Frage ist tatsächlich, wie geht es weiter? Und bei all dem, was man falsch machen konnte, haben sich die Anleger natürlich schon Gedanken darüber gemacht. Und gucken wir uns das Ergebnis ruhig mal an im Einzelnen. Und da sehen wir tatsächlich, ja, absolut, es wird schwieriger, sagen 43%. Weitere 33 sagen, nun ja, etwas schwieriger wird es sicher. Nein, eher leichter, glauben 16. Und 8% glauben, nein, es wird definitiv leichter. Ich denke mal, das ist eine relativ klare Aussage in Richtung, ja, es wird schon schwieriger und man kann auch weiterhin einiges falsch machen. Das ist wahrscheinlich tatsächlich so, wenn wir uns den Verlauf der letzten Monate anschauen. Also insofern etwas mehr Skepsis, die im Übrigen nach 5 sehr guten Börsenjahren vielleicht auch angebracht erscheint. Wie würden Sie das Ergebnis für diesen Hintergrund bewerten? Liegt die Latte entsprechend einfach nur zu hoch? Ich glaube, Sie sprechen an die Erwartungshaltung der Zertifikateanleger und die ist gemeinhin, das ist in der Tat ein valider Punkt, deutlich höher als bei allen anderen Anlegern, die ihr Geld auf dem Festgeld haben oder eben auf dem normalen Girokonto, die eigentlich mit nichts auch sich zufrieden geben, sondern Zertifikateanleger sind im weitesten Selbstentscheider und diese Selbstentscheider haben eine gewisse Erwartungshaltung. Sie gehen auch ins Risiko, sie wissen, was sie für Produkte wollen, wie das in ihr Portfolio passt und sind da sehr agil unterwegs und dann ist die Erwartungshaltung auch entsprechend hoch. Aber ich glaube, insgesamt, wenn man diese Erwartungshaltung ein wenig drosseln würde, wären die vergleichsweise zum restlichen Markt immer noch ganz gut aufgehoben. Eine Einschätzung von Lars Brandauer, dem Geschäftsführer des Deutschen Derivateverbandes. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.